so ein Haarmantelgeschoss hat aber einen großen Nachteil. Ich erinnere hier mich zurück an einen Jagdgast, den ich mal in der Jugend geführt habe. Das war ein Baron, der aber sehr angenehm war, der auch sehr gut schießen konnte. Und mit dem bin ich mal durch einen Weinberg gepirscht, ne, habe einen Rehbock geschossen, morgens bei der Pirsch. Und da wir einen guten Lauf gehabt haben, habe ich gesagt, kommen Sie, wir gehen weiter, wir gehen mal oben in den Wald, vielleicht kriegen wir ja noch einmal einen Rehbock. Ne? Weil wenn Sie mal einen guten Lauf haben, dann können Sie auch gern an einem Morgen, oder von mir aus auch tagsüber oder am Abend, wie auch immer, können Sie gern mal auch 2, 3 oder von mir aus auch 4 Rehböcke schießen. Ist doch kein Ding. Ne? Es gibt ja durchaus Jäger, die sagen, was ist das denn? Ne? Also ein Rehbock, der reicht doch. Ne? Also wenn einer hier morgens 3 Rehböcke schießt, das ist doch kein Jäger. Was ist das denn für ein Blödsinn? Pass mal auf. Sie sitzen ja auch öfters an, wo Sie gar nichts erlegen. Wo Sie eben nur beobachten oder gar nichts sehen. Also wenn Sie mal irgendeinen Morgen mal einen Lauf haben und Sie haben die Gelegenheit, 1, 2, 3, 4 Böcke zu erlegen, dann tun Sie das. Ne? Man darf ja im Leben auch manchmal ein bisschen maßlos sein. Ne? Da spricht ja nichts dagegen. Weil es gibt, wie gesagt, auch Tage, wo Sie eben nichts erlegen oder auch sehen. Ne? Und deswegen habe ich zum Baron gesagt, kommen Sie, wir gehen weiter, weil wir schauen, ob wir vielleicht noch einen Bock kriegen. Wir sind durch den Wald gepirscht. Es war Nebel über eine Lichtung. Irgendwann war es aber auch so spät, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hören wir auf. Dann sind wir umgedreht und so wie man den Hinweg pirscht, so pirscht man auch den Rückweg. Ne? Weil man kann ja auch auf dem Rückweg was erlegen. Und wie wir da so wieder an diese Lichtung kommen, sehe ich auf der anderen Seite im Altholz oben an der Kante am Hang einen Rehbock stehen. Ich nehme das Fernglas, gucke hoch, sehe abnormer Rehbock. Und das ist ja selten. Ne? Abnorme Rehböcke sind ja jetzt nicht häufig, das kommt ja selten vor. Ich nehme das Glas runter, ich sehe schon, wie der Bock uns spitz bekommen hat und hangabwärts flüchtet. Und ich habe das mit den Gästen, die ich immer geführt habe, wie folgt gehandhabt. Ich habe denen immer zu Beginn gesagt, wie ich das möchte bei der Jagdführung. Also bei mir war es so, dass die Jagdgäste, die ich geführt habe, den habe ich verboten, ein Fernglas mitzunehmen. Weil wenn so ein Jagdgast ein Fernglas mit hat, dann fängt er an, selbst rumzugucken und rumzufummeln. Und ich will ja, dass er eben was schießt und nicht da guckt. Also kein Fernglas dabei. Dann habe ich gesagt, er soll immer neben mir laufen, schräg versetzt. Maximal im 4 Meter Abstand, ne? Am besten immer so auf 2, 3 Meter Abstand, immer an einem dranbleiben. Und es wird auch bei der Jagdführung, wenn ich einen Gast führe, nicht groß gesprochen. Ne? Bei mir galt immer der Grundsatz, wenn ich den Pirschstock aufmache, dann darf das, was ich hier beobachtet habe, geschossen werden. Und wie wir da so laufen und ich den Bock sehe, sehe ich abnorm. Ich lasse das Glas fallen, ne? Nimm das runter, lass das noch fallen. Nimm direkt den Stock, weil der Bock ja in hoher Flucht Richtung also Forstwirtschaftsweg flüchtete, ne? Hangabwärts. Also da war nur eine Stelle, so ungefähr 4 Meter breit, wo man den schießen konnte. Und ich mache den Pirschstock auf und wollte jetzt dem Nachdruck verleihen und wollte sagen, schießen, ne? Also dem Baron, ne? Und wie ich so den Pirschstock aufmache, hat direkt die Mündung neben meinem Ohr schon geknallt, ne? Der Tinnitus hat, glaube ich, 20 Minuten gepfiffen. Da hat dieser Baron stehend freihändig, ich glaube, der war 83, 86, ich weiß es nicht. Er war über 80, war
so hat er mir mal erzählt, Scharfschütze, also zu einer entsprechenden Zeit. Und der hat diesen Bock aus hoher Flucht im Nebel auf diese Rückegasse perfekt gestreckt auf 90 Meter und das stehend freihändig. Also da sage ich Hut ab. Ich habe auch andere Jagdgäste geführt, die haben auf 50 Meter, 3 Meter an dem Bock vorbeigeschossen. Das habe ich alles gehabt. Ne? Dieser Baron hat sein Leben lang mit Haarmantel geschossen, mit diesem Projektil. Und bei diesem Bock hat sich eben dieser Nachteil gezeigt, den dieses Projektil also oftmals also mit sich bringt, ne? Verursacht. Der Einschuss war perfekt auf der Kammer. Einschuss auf der Kammer, Ausschuss auf der Kammer. Beim Aufbrechen ausweiden, habe ich was festgestellt? Sind noch 4 andere Ausschüsse? Ja, nee. Der ganze Siff im Körper war frei. Echt? Weil die Geschosssplitter, die wählen halt ihren eigenen Weg. Und das war ein perfekter Kammerschuss. Aber die Geschosssplitter haben das Zwerchfell aufgerissen, den Pansen aufgerissen. Der ganze Siff im Körper, der war frei. Das war genauso, als hätten sie so einen Pürierstab so 10 Minuten da so reingehalten. Das ist halt der Nachteil von so einem Zerlegungsgeschoss. Dass auch bei guten Schüssen es in Bezug auf die Wildbretthygiene von Nachteil ist. Ne? Dass der ganze Siff da halt freigesetzt ist. Ne? Und das ist in Bezug auf Wildbretthygiene schlecht.